Wir bleiben in den 50ern. Auch der nächste Song stammt aus diesem Jahrzehnt, wurde aber seitdem in jedem weiteren Jahrzehnt mindestens einmal gecovert. H02 macht jetzt auch eine ganz eigene Version daraus, eine Büroversion. Hier ist Lukas Perlmann und Katrin Menzinger.12, grüß Gott. Ja. Falsch verwählt. Ganzen strampeln kann ich auch. Das war toll. Ihr gebt alle richtig Gas. Ja, aus dem Leben eines österreichischen Beamten. Das passiert in Österreichs Büros jeden Tag. Sowas, was dir gerade passiert ist. Viel Gas geben. Ihr wollt auch definitiv ins Finale zu einem schönen Song aus den 50ern. Übrigens einen Tanz, den vielleicht auch der Hannes damals getanzt hat. Ich kann sogar zeigen, wie der Hannes damals ausgeschaut hat in den 50ern. Wollen wir? Schauen wir uns. Übrigens links im Bild. Geil! Hannes Medbay! Na was, Thomas? Zweifelst du an, dass es wirklich der Hannes ist? Wie alt warst du da? 17. Aber das müsste dich doch eigentlich wieder versöhnen, oder? Ja, schon. Der Katrin geht es bei uns besonders gut, weil sie nämlich einen netten Prominenten zur Seite gestellt bekommen hat, der ihr Woche für Woche Gutes tut. Denn ich weiß noch, die ersten Wochen lang hast du gesagt, sie kriegt jede Woche, kriegt dein Engerle ein immer Geschenk. Noch. Immer seit noch. Seit der ersten Sendung. Jeden Freitag kommt er am Nachmittag in meiner Garderobe, ob ich da bin oder nicht. Und ich kriege eine Nachricht und ein Geschenk. Und was wird da so geschenkt? Brillanten, Diamanten. In der ersten Woche war es so ein Salamander für meine Terrasse zum Hinhängen. Und jetzt diese Woche? Und diese Woche habe ich bekommen einen Kugelschreiber mit Glitzersteinen. Passt ja zu ihr. Ja, nein, das macht man, das ist vom Theater, weil für uns ist eigentlich jeder Freitag eine Premiere für uns. Und zur Premiere schenkt man da ein bisschen was. Ja, die Mädels in meiner Garderobe waren immer ganz eifersüchtig. Und dir geht's gut. Also mir gibt es auch zum Denken. 8 Jahre. Das ist... Ich werde fast ein bisschen depressiv gerade. 8 Jahre, 80 Shows, Hannes kein Geschenk. Nichts. Nicht einmal am Brief. Nada. Deshalb frage ich einen Bollasch. Ja. Wie war der Jitterbug? Hat der genauso viel Spaß gemacht wie die anderen bisher? Ja, auf jeden Fall. Es hat, glaube ich, uns allen Spaß gemacht. Aber ich finde die Dosierung noch nicht ganz siegesreif. Ich sehe immer noch viel zu viel von dir,
Katrin und ein bisschen wenig vom Lukas. Wenn die Rollen umgekehrt wären, wenn du die Prominente wärst und der Profi, dann wäre in Ordnung. Aber er muss in die Finale, er muss Dancing Star werden. Lass ihn tanzen, er kann ja. Nicole, war dir da auch zu wenig Lukas, Katrin? Ja, also nein, ich habe genug Lukas gesehen, muss ich sagen, im positiven Sinn. Also ich finde, mit dieser Nummer könnte die problemlos auch außerhalb dieser Show eine Show machen. Also wirklich, ich fand's, ihr hättet den Jitterbug nicht besser tanzen können. Und wenn ich denke am Anfang, Entschuldigung, wie steif du warst und wie locker das jetzt da über die Bühne gelaufen ist, ich finde es super. Absolut. Vielen Dank. Ich fand das echt Dankeschön. Gut. Danke der Jury und danke unserem Paar 02, das niemals besser ausgesehen hat. Ich liebe diesen Leo-Look und er ist sowieso ein heißer Typ. Ab zum Klaus. War das genug heute Abend im Semifinale, um den Schritt ins Finale zu machen für Lukas und Katrin? 09010-59-0902. Das wollte ich nicht verrückt, da ist die Glasplatte. Ja. Ist schon anstrengend, der Jitterbug, gell? Übrigens, Miriam, nicht, dass du eifersüchtig wirst, mir schreibt Hannes seit Jahren. Ich weiß nicht, warum er immer Miriam drunter schreibt. Drohbriefe oder was schreibt er? Geschenke, herrlich. Jetzt dieselbe Frage an euch. Es geht, wenn ihr den Einzug ins Finale schafft und den Showdance, habt ihr euch sicher auch Gedanken gemacht, was wirst du tanzen? Lass mich raten, einen Striktease? Nein. Einen Strick an der Stange. An der Strickstange. Na, was, ohne zu viel zu verraten, ein bisschen verraten, ja. Also das Ganze spielt sich am Anfang in hohen Sphären ab, also über den Wolken. Über den Wolken? Über den Wolken. Und dann... Eigentlich beginnt die Geschichte ja schon viel früher, nämlich vor ein paar Wochen, als er mir diesen Spitznamen gegeben hat. Mit Engel. Insofern ist es ein bisschen eine englische Story. Mit viel Engel. Und das Ganze wird dann auch eine Liebesromanze mit viel Feuer. Ja, wo ist keine Hölle dabei, nix. Kein Teufel oder so irgendwie. Schon. Ein bisschen. Sieg das. Ja, und du bist ja auch, wissen wir alle, haben wir alle schon gehört, du bist Multiinstrumentalist. Multiinstrumentalist. Ja, oder? Ja, schau, ein bisschen Saxophon spielen du und Oboe und Klarinetten. Und also du liebst Blasinstrumente, du wirst sogar bei einer Geige einblasen wahrscheinlich, wenn es da gibt. Ich glaube, da kam mehr raus, wie man es suchen würde. Und das habt ihr nicht eingebaut, so irgendwie? Das haben wir dieses Mal nicht eingebaut. Nicht. Ein bisschen lehnen wir uns dran. Das habe ich befürchtet. Und wie zufällig wächst hier eine Klarinette. Eine Klarinette mitten aus dem Boden. Eine, nur ganz kurz, wir haben ganz wenig Zeit. Danke sehr, danke sehr. Jetzt die Punkte bitte, aber auch nicht fürs Klarinettenspiel, natürlich. Nein, ist ja keine Frage. Für den Jitterbug, Nicole. 9. Hey! Thomas. 8. Aha. Hannes. 8. Aha. Und Borage. 9. Super. 34 Punkte. 34. Dankeschön. Da kannst du jetzt nicht aus dem letzten Loch blasen, oder? Bitte.